Leute, wir sind heute in Berlin und hier gibt es einen Ort, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, der aber für Autoliebhaber wirklich der Wahnsinn ist. Hier entsteht nämlich die neue Motorworld Berlin. Wir sind jetzt gerade hier. Dort ist die Manufaktur direkt hinter uns. Es sind Marken wie Lamborghini vertreten und Aston Martin. Das macht die Dürr Group hier. Und ihr seht schon, es stehen feine Schätzchen hier. Es sind super viele Autos. Es gibt gleich noch einiges hier noch mehr zu sehen. Hier, jawohl, auch stabil. Kann man mal machen. Aber ihr müsst auch mal kurz den Vibe, das hier schauen wir auch gleich noch an. Hier ein krasser Aston Martin, Leute. Aber schaut euch mal kurz den Vibe hier an. Hier können wir gleich noch ein bisschen ins Wasser hüpfen. Nein, aber es ist total geil. Es ist ein historischer Ort tatsächlich auch. Ne? Also das, was ihr hier seht, das war alles sehr verkommen. Das hat man quasi jetzt wiederbelebt. Das ist alles zugewachsen gewesen. Und hier war früher Auto Union tatsächlich. Hier hat man DKWs gebaut. Also hier ist wirklich, hier in der Gegend ist ja generell sehr viel Auto. Und es ist somit ein sehr historischer Produktionsstandort, den man jetzt wieder zu einer Motorworld macht. Und das ist genial, Leute. Ihr müsst hierher kommen, euch das anschauen. Und wenn ihr nur ein Käffchen hier am See trinkt, das ist der Hammer. Eigentlich sind wir aus einem anderen Grund hier, denn wir shooten hier heute für meine neue Brand, KMHKM. Das ist der Nachfolger von All The Way Up. Ich habe es euch ja schon mal ein bisschen gesagt, ich wollte eine Brand machen, die zwar schon irgendwie für das steht, für wofür ich stehe und wofür ich lebe, aber wo halt nicht mein Name drauf steht. Ich wollte keinen Merch, sondern ich wollte wirklich eine hochwertige Brand aus geilster Qualität. Und das haben wir jetzt seit einem Jahr entwickelt, gemacht, getan. Neue Produzenten, neues Team. Und hier heute ist das finale Shooting vor dem Release, der heute übrigens, wenn ihr dieses Video seht, genau jetzt, 18 Uhr, online geht. Also checkt das gerne ab. Link ist in der Beschreibung und ihr seht, wir haben hier ein geiles Setting. Es ist wirklich der Hammer. Wir haben hier einen Porsche 944 und einen alten 911er noch und drei wunderbare Models, die hier stehen und dafür sorgen, dass es richtig gut ausschaut. Die können das nämlich ein bisschen besser als ich, ehrlich gesagt. Und Felix hinter der Kamera, den kennt ihr vielleicht auch schon. Ja, hier drin gibt es eben, wie gesagt, nicht nur irgendwie Fotoshootings, sondern es ist eine unfassbar geile historische Halle. Du kommst hier rein und du bist im Autohimmel. Schaut euch einfach mal hier die Garage an. Also diese Seite hier ist Lamborghini. Im Showroom ist leider sehr viel abgedeckt gerade, aber wir können hier mal reinspitzeln. Einen STO in so einem Kirschrot. Ich habe den gerade reinfahren sehen, der sieht äußerst geil aus. Hätte ich niemals gedacht, der schaut wirklich mega aus. Ganz geil, die Farbe, ehrlich gesagt. Die kommt geil, wirklich geil. Er hat zwar blau im Innenraum, warum auch immer, das weiß ich nicht so genau, aber wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug und generell wieder super viele Farben. Also da haben wir wieder das typische da hinten, ne? Orange. Sieht aus wie bei Haribo. Es ist quasi Lamborghini Showroom und das hier ist die beiliegende Werkstatt. Das hier heißt Drivers Hall, da kann man, glaube ich, seine Fahrzeuge abstellen quasi, ne? Also einen geilen Ort hat quasi, um seine Supercars vielleicht unterzubringen. Ein Ort, der vielleicht zu einem Auto dann auch gerecht wird, das ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Und hier haben wir jetzt Aston Martin. So, wir gucken einmal schnell rein. Dieses Fahrzeug ist bereits verkauft, also es läuft doch ganz gut. Also hier auch nochmal ein wirklich schöner Aston Martin Showroom. Der DBX, der hier steht, zweimal in zweifacher Ausführung. Ich finde das schon eine geile Farbe, ne? Also, das ist schon, das ist ja ein bisschen hier Formel 1, die Formel 1 Farbe eigentlich. Und zum Thema Formel 1 gibt es auch noch ein Sondermodell, das steht draußen für uns bereit, das können wir uns auch gleich anschauen. Aber wenn man Bock auf diese Autos hat, auch hier könnt ihr vorbeikommen, euch das anschauen. Ich denke, hier hat jemand vielleicht bald Geburtstag. Mit Schleife verpackt. Ich will nur sagen, ich habe Geburtstag, ja? Am 28.04. Ja, ist das Video schon, vorbei? Kann ich dir den leider nicht mehr schenken fürs Video. Ah, das funktioniert leider nicht. Mist. Wann kommt nochmal das Video? Am 3.05. Da ist noch gar nicht draußen. 28.04. habe ich Geburtstag. Ja. 3.05. ist doch danach. Ja, ist danach.
Achso, du willst. Achso. Das ist eine gute Idee. Hier haben wir auch nochmal eine Werkstatt. Vielleicht können wir ein bisschen reinspitzeln hier. Ja. Da sehen wir auch wieder viele Farben, schöne Lambos, die hier stehen. Felix, wie läuft's? Er war in Mykonos mit dabei übrigens. Wir sind auf Mykonos. Ja. Ja. Wir sind auf Mykonos. Adrian, wir brauchen die Einstellung auf 50. Oder willst du lieber 75 machen? Ich will 75. Oh, Jungs, Abbruch. Entschuldigung, echt. Lass uns mal kurz, ich will einmal in den einsteigen. Ich find den ja tatsächlich richtig geil, ne? Wir haben ein bisschen überlegt, was wir fürs Shooting haben wollen. Und ich finde, dieses Auto vibet richtig geil. Ich denke, wir werden richtig geile Bilder gleich bekommen. Hier ist auch wirklich noch jede Menge an Lambos, ne? Aber alles Kundenfahrzeuge, alle verdeckt, dürfen wir leider jetzt nicht anschauen. Hier sehen wir auch noch ein bisschen was. Ein McLaren haben wir hier noch stehen. Der hat sich ein bisschen verirrt. Und hier draußen ist auch noch ein besonderes Fahrzeug. Wie ihr wisst, macht Aston Martin ja seit diesem Jahr in der Formel 1 das Safety Car. Ne? Also nicht nur das Team, sondern auch das Safety Car. Und dann hat man jetzt hier einen Vantage gebaut, der die F1 Edition sozusagen ist. Das sehen wir hier. Also wir haben das offizielle Formel 1 Logo hier auf dem Auto mit drauf. Und man hat quasi nochmal eine racigere Version gemacht. Das sehen wir einmal hier vorne. Flaps am Start. Das Auto gibt es auch nur in drei Farben. Ich finde es so in dem Mattschwarz wirklich boah, richtig geil. Taugt mir wirklich sehr. Haube hier noch ein paar Carbonfinnen. Also der kommt ziemlich frech. Ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht als Cabriolet nehmen, aber ich finde, der schaut wirklich wild aus. Das Eindeutigste, was man hier sieht als Unterschied, ist natürlich dieser riesen Heckflügel, den er mit drauf hat. Und auch noch die Beklebung hier. Das ist auch nochmal, das ist optional, also muss man nicht so machen, aber er hat dann quasi so ein paar Beklebungen, ähnlich wie so ein STO, wo du das auch mit hinzuwählen kannst oder abbestellen kannst. Also ist auf jeden Fall ein schönes Fahrzeug und für alle, die wirklich Bock haben auf Aston Martin, auf Lambo, Leute, geht da rein. Es ist ein absoluter Traum. Und das hier ist auch noch was Cooles, zeige ich auch noch mal ganz kurz. Film mal kurz, wie das hier aussieht. Das ist von Fahrengold. Das ist eine Firma, die machen Aufsteller für... Da ist er wieder. Fährt er das gerade ein heute, oder? So. Die machen Aufsteller für Fahrzeuge. Das heißt, du kannst dir so eine Garage oder Box oder wie auch immer man das nennen möchte, zum Beispiel zu Hause in den Garten stellen. Da ist einfach ein Haus und dann hat man so einen geilen Space und dann kann man sein Auto da parken. Das gibt es einmal als Box und es gibt auch noch so kleinere Aufsteller. Wirklich auch eine sehr, sehr coole Firma. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal gemeinsam noch darüber gehen, denn da sind wir als Abt auch mit vertreten. Hier drüben, da wird gerade noch gebaut, da kommt bald Bentley rein. Also Bentley wird hier auch noch mit sein. Es werden auch noch mal zwei so Gebäude hier hingebaut. Das ist alles noch nicht so ganz fertig, aber unseren Laden, den gibt's schon. So, und jetzt ist natürlich für uns der spannendste Part das hier, Leute, weil wir mit Ab natürlich auch Berlin sehr wichtig finden, ist die Hauptstadt. Und jetzt haben wir hier zusammen mit der Moore Group einen Showroom direkt bei der Motorworld in absolut bester Lage. Wenn man reinfährt, sieht man sofort das hier. Ihr seht es, wir sind nicht alleine, Brabus und Recaro sind mit drin. Das ist ein kleiner, aber feiner Showroom und gibt uns halt auch die Möglichkeit, Autos auszustellen, Kunden hier oben anzusprechen. Wir haben einen RS4S am Start in einer sehr spannenden Farbe, wie ich finde. Und dazu auch noch den RSQ8S in Weiß. Der ist genauso, wie ihn auch Luciano beispielsweise von uns fährt. Also den sieht man so schon in Berlin rumfahren. Na, Grüße gehen raus. Und dann gibt es auch noch zusätzlich eben Brabus hier. Ihr seht es, einmal einen SLS, eine G-Klasse, natürlich darf nicht fehlen. Und wir haben auch noch was etwas Kleineres und aber auch sehr Schönes, einen RSQ3 hier stehen in All Black. Und ich finde es wirklich mega, dass wir das jetzt hier haben. Erstmal, weil hier so ein ganz toller Ort entsteht, aber auch, weil wir in der Motorworld München das gleiche Konzept ja auch schon haben. Ne? Wir haben euch das auch schon mal gezeigt. Wir blenden es mal kurz ein.
dort ist es ein ähnliches Konzept, ist einfach ein mega Ort für Autoliebhaber. Und wir wollen da natürlich dabei sein. Und ich finde dieses Ambiente und dieser Ort und das, was es auslöst an Emotionen, einfach genau richtig, auch um uns zu präsentieren. Also wenn ihr Interesse habt, wenn ihr da in der Nähe seid, kommt gerne hierher, schaut euch das an. Lohnt sich auf jeden Fall. Entschuldigung, ich würde gerne ein Video drehen. Könnt ihr nicht so schreien, ihr lieben Enten? So, direkt nebenan ist die Werkspflege. Die haben uns übrigens auch den gelben Porsche zur Verfügung gestellt. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir gucken mal kurz rein. Denn das Schöne ist, hier in der Motorworld hat man jetzt quasi die Möglichkeit, Autos zu kaufen, anzuschauen, ne, ein bisschen ein Erlebnis zu haben. Aber du hast auch noch die Möglichkeit, hier dein Auto aufbereiten zu lassen. Du kannst dein Auto folieren lassen. Also ihr seht schon hier, ne, bisschen Aventador, Ferrari 488. Also da kann man halt als Kunde herkommen und das gesamte Spektrum zum Thema Auto kann man hier erleben oder machen. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Da oben sehen wir jede Menge Folien auch. Schau mal. Hier steht noch ein bisschen was Historisches zum Angucken. Also es ist einfach ein sehr geiler Ort hier, muss man so sagen. So, wir schauen auch mal noch ganz kurz in den Innenraum. Hier sieht man auch nochmal F1 Edition. So, und es ist tatsächlich ein ziemlich schöner Innenraum, ey. Muss man echt sagen, da ist mal alles entweder beledert oder mit Alcantara. Und hier auch noch Carbon in der Mitte. Also das ist ein tatsächlich geiler Innenraum, gefällt mir sehr gut. Auch die Akzente mit dem Neongelb. Also es ist schon ein stimmiges Fahrzeug. Für mich jetzt Cabrio-Dach nehmen noch weg und dann ein bisschen kann man schon machen. Sollen wir mal anmachen, einfach mal anhören? Ja, mach mal an. Schau, hier, schau hier, der Startknopf. Hier ist auch nochmal so ein F1 Edition Badge. Schau mal, finde ich eigentlich ganz cool. Komm, ich drück mal. Ah, schau mal, hier, das leuchtet. Schau mal, wenn ich auf Bremse gehe, ich drück hier auf die Bremse, zack, wird das hier rot. Nice. So. Also, der hat mal auch nicht abgespritzt. Geht das ja? Da bin ich kurzzeitig ein bisschen erschrocken. Bist du jetzt nass geworden? Nee. Stell dir vor, du stehst direkt dahinter. Aber wie war der Song? So. Aventador besser, meinst du? Ja. Rolls-Royce fährt hierher. Leute, hier ist. Hier muss man sich nur hinstellen und es passiert die ganze Zeit irgendwas. Entweder fährt ein Biker vorbei, ein Rolls-Royce kommt. Hier, Aventador. Schön auf die dicke Hose machen. Bisschen wie ein Erlebnispark hier. Ja, ne? Ist wie ein Erlebnispark hier. So, den schließen wir wieder ab. Wir haben nichts. Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist auch geil, ne? Schau mal. Finde ich saugeil. Das sind so kleine, aber feine Details, die so einen Ort irgendwie auch zu was Besonderem machen, ne? Die ihm so den Charakter geben, den Charme geben. Aber das hier ist unersetzbar, ne? Das ist wirklich so geil, wirklich. Hier kannst du im Sommer herkommen. Time of your life, sag ich nur. Ist ja wie in Ibiza, ist ja wie auf Mykonos hier. Also wirklich ein saugeiler Ort, Leute. Wird bis 2024 hier alles fertiggestellt. Und dann solltet ihr vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe seid. Und jetzt nur noch der Hinweis, KMHKM, Leute, schaut mal vorbei. Die Kollektion ist online, Nostalgic Dreams. Wie gesagt, sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut und vor allem, und da stehe ich wirklich komplett dahinter, heftig geile Qualität. Checkt's gerne ab. Danke fürs Zuschauen. Ciao.